Willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, ich musste ja die letzte Folge so blöd cutten und ja, an der Stelle geht's jetzt weiter. Wir haben ja Justin jetzt doch dazu bekommen, dass er in Jorvik bleibt und ja, jetzt erzählt er es erstmal seinem Vater. Also, viel Spaß! Wir müssen es meinem Vater erzählen. Ja, mach das mal. Papa, es war unglaublich. Ich habe gesehen, was es bedeutet, wirklich frei zu sein. Freiheit bedeutet nicht wegzulaufen. Freiheit bedeutet, die Zuversicht deinem Herzen zu folgen. Ach, mein Junge, bedeutet das, dass... Ich möchte bleiben, Vater. Ich kann Jorvik jetzt nicht verlassen. Aber nach dem, was Herr Sands dir angetan hat... Lucy wird mich zu Leuten bringen, die mir helfen können. Sie sind Druiden. Du meinst diese komischen Leute in Veldale? Ich hätte wissen sollen, dass sie hierin verstrickt sind. Hör mir zu, Justin. Du bist mein Sohn. Morgen bringe ich dich selbst hin. Aber lass uns jetzt erst einmal unsere gemeinsame Zeit genießen. Du bist ein guter Mann, Tommy. Okay. Ach so. Falsche Person. Falsche Person. Du bist eine wahre Freundin der Moorlands, Lucy. Ja. Also ist es entschieden. Justin und ich brechen morgen früh nach Veldale auf. Du kannst deine Freunden erzählen, dass wir auf dem Weg sind. Und wenn du mir noch einen letzten Gefallen tun könntest, es geht um Loretta, ein nettes Mädchen. Ich weiß, dass sie uns gestern gefolgt ist und ich sehe, wie sie Justin anschaut, auch wenn sie es nicht zugeben will. Loretta ist ein Mädchen mit, sagen wir, starken Gefühlen. Dass Justin wieder geht, wird schwer für sie sein, kein Zweifel. Vielleicht könntest du es leichter für sie machen. Sag ihr, dass er schon bald unversehrt zurück sein wird. Okay. Steg von Pinter. Wir lassen uns trotzdem abholen. Fahren dann mit dem Transporter noch schnell nach Fort Pinter und dann haben wir ja sowieso schon ganz schön überzogen. Müssten wir aufhören, aber ich kann mir auch gut vorstellen, jetzt wo sie gesagt haben, morgen gehen sie erst hin, dass wir dann wieder einen Tag warten müssen und das wäre jetzt echt ärgerlich. Ich habe keine anderen Quests, die ich machen kann. Momentan. Ja, außer vielleicht Angeln. Angelquests haben wir noch. Aber das ist ja auch immer nicht so... ja. Nicht so ganz spannend, sagen wir es mal so. Ach, wieso bleiben wir denn hier hängen? Das ist doch blöd. Und schon wieder ist es nicht zu sehen. Ist ja merkwürdig. Stopp, erzähl mir, was mit Justin los ist. Jetzt. Gut, Lucy, raus mit der Sprache. Ja. Das Wichtigste zuerst. Hat Justin nach mir gefragt? Gewissermaßen nicht wirklich. Ja, wir sagen mal gewissermaßen. Wirklich? Ich wusste, dass er es tun würde. Na, er hat nur gefragt, wer sie ist. Und Justin, es geht ihm gut? Sehr gut. Er entspannt sich einfach nur am Meer. Es geht ihm besser. Er hat viel durchgemacht. Sagen wir mal, sehr gut. Ist das Wasser da drüben nicht total eiskalt? Er sollte zum Strand von Fort Pinter kommen. Ich habe einen neuen Bikini, den ich wahnsinnig gern mal tragen würde. Er kann das trotzdem. Er wird noch nicht nach Hause kommen. Stimmt's? Wohin wird er jetzt reisen? Druidenangelegenheiten würdest du nicht verstehen. Er wird eine Weile lang bei entfernten Verwandten bleiben. Ja, das mit den Druiden geht sie eigentlich nichts an. Verstehe, Familienangelegenheiten also. Das ergibt Sinn. Naja, solange er bald wieder zu den Moorlandstellen zurückkehren... Ja... Was soll's? Okay. Hör mal, diese Gespräche bleiben unter uns, richtig? Bobcat, Ehrenwort. Ich weiß, du musst dich jetzt wieder weiter um diese seltsamen Angelegenheiten kümmern, in die auch Justin verstrickt ist. Jetzt musst du ihn in Veldale treffen mit irgendwelchen Druiden. Hör bloß auf, das ist mir egal. Versprich mir einfach, dass du Justin beschützen wirst, bitte. Ja, wir werden auf ihn aufpassen. Haben wir jetzt noch was? Oh Gott. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie? Sonst muss ich gucken, dass ich die Folge stückel, wenn das zu lang wird. Ich wollte ja eigentlich nur noch das mit den Ponys sehen und... Oh, dann kommt man doch wieder nicht dazu, rechtzeitig aufzuhören. Mal schauen. Wenn es jetzt bei Elisabeth jetzt noch sehr viel weitergeht, dann werdet ihr wissen, ich hab gestückelt. Oder dann wisst ihr schon, dass ich gestückelt habe. Sagen wir es so. Willkommen, Lucy. Welche Neuigkeiten gibt es in Bezug auf Justin Moorland? Ich verstehe. Dann werden wir hier warten, bis er kommt. Aha. Gerade rechtzeitig. Hier kommt der Vater mit seinem verlorenen Sohn. Was?
Wir müssen doch nicht warten. Oh, okay. Willkommen, Justin. Wir dachten schon, du würdest uns aus dem Weg gehen. Nehmt es ihm nicht übel, nach all dem, was er durchmachen musste. Thomas, dich habe ich hier nicht erwartet. Es ist schön, dich zu sehen. Ich meine das ehrlich. Aber jetzt muss ich dich bitten zu gehen. Das ist eine Angelegenheit zwischen Justin und dem Bewahrer an Aldeans. Schon in Ordnung, Vater. Das ist meine Entscheidung. Wir werden uns bald sicher wiedersehen. Danke dir, Justin. Lucy, wir treffen uns im geheimen Steinkreis. Okay, es dauert also doch noch echt lange. Dann müssen wir wohl nicht warten. Dann habe ich jetzt aber gar keine Ahnung mehr, wie lang die Aufnahme ist. Der Moment der Wahrheit. Was? Geheimer Steinkreis? Was? Klingt magisch. Wie kommen wir da hin? Soll dein Pferd wieder fliegen? Tut mir leid, ich werde einfach nur die Klappe halten und dich reiten lassen. Schluck. Okay, jetzt gehen wir noch in den geheimen Steinkreis und dann beenden wir das hier erstmal. Ich hoffe, das funktioniert. Wir sind nämlich echt schnell. Okay. Oh ja, da ist der kleine Fripp. Danke, Lucy, dass du Justin hierher gebracht hast. Justin Moreland. Im Namen der Bewahrer Aldeans, du bist verhaftet. Was bitte? Was? Danke, Lucy, dass du uns den Flüchtigen überbringst. Was bitte? Den Flüchtigen? Ich bin freiwillig hierher gekommen. Und dieser Ausdruck deiner Kooperationsbereitschaft wird bei deiner Verhandlung berücksichtigt werden. Fripp, was ist denn los hier? Und warum streite ich mich mit einem sprechenden Eichhörnchen? Ich bin kein Eichhörnchen. Diese Beleidigung wird ebenfalls bei deinem Urteil berücksichtigt. Jetzt mal langsam, Fripp. Wir wissen nicht, wie schuldig er ist. Vielleicht muss er nicht einmal ins Gefängnis kommen. Gefängnis? Lucy, was ist hier los? Du hast doch gesagt, diese Leute würden mir helfen. Und wir werden dir helfen, sobald wir uns sicher sind, dass du uns nicht mit... dass du nicht aus freiem Willen mit den Agenten von Garnock zusammengearbeitet hast. Ich muss jetzt darauf bestehen, dass du mit mir kommst. Lucy, Alex, das dürfen sie nicht tun, oder? Hey! Oh Gott. Ja, doch, es wird wieder spannend. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wieso? Ja gut. Er hat mit Garnocks Leuten zusammengearbeitet. Mit Darkwar. Ach Gott. Bis wir wissen, dass Justin frei von Garnocks Einfluss ist, müssen wir ihn als Gefahr betrachten. Auf euren Gesichtern lese ich ab, dass ihr mit unserer Entscheidung bezüglich Justin nicht einverstanden seid. Garnock ist in Bewegung. Sein Einfluss ist in ganz Jorvik zu spüren. Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass wir eine unberechenbare Person wie Justin frei herumlaufen lassen können. Warum sprichst du über ihn, als sei er ein Verbrecher? Justin hat niemandem etwas getan. Dass sein Großvater ihn getäuscht hat, ist nicht seine Schuld. Lass ihn sofort frei. Schweig. Dein Urteilsvermögen ist angeschlagen. Justin mag vielleicht nicht die ganze Wahrheit gekannt haben, aber tat sich aus freien Stücken mit seinem Großvater zusammen. Dies ist kein Spiel, Soul Rider. Die Druiden werden ihr eigenes Urteil fällen. Wenn er unschuldig ist, wird Justin freigelassen. Wenn er schuldig ist, wird er bestraft werden. Dies ist der Wille Aldeans. Oh je. Genug davon. Es gibt Wichtigeres zu besprechen. Ja, egal. Ich werde da mal schauen, dass wir jetzt hier erstmal die Folge beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und schauen dann, ja, wie es hier weitergeht. Und hoffen mal, dass Justin bald wieder freikommt. Also, bis dann. Tschüss.